So, meine Damen und Herren, da nun alle Teilnehmer anwesend sind, darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zum heutigen Kapitalmarktdialog der Hypos und unserer Partner. Darf Sie sehr herzlich begrüßen, einen Tag nach Nikolaus. Die technischen Daten haben wir bereits abgehandelt, sodass wir auch direkt in den Dialog hier einsteigen können. Wir beginnen mit dem Smalltalk. Smalltalk aus meiner Perspektive Themen, die typischerweise auch in den Medien durchgesprochen werden, die auch im Mainstream natürlich häufig das Thema Kapitalmärkte prägen oder natürlich auch vor der Tagesschau hier um kurz vor 8 durchdiskutiert werden. Und mit denen wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten, weil das bringt sie nicht wirklich weiter. Ich denke, der Mehrwert ist da auch gering. Aber für diejenigen und denen, die weniger mit den Wirtschaftsnachrichten zu tun haben, gehen wir natürlich kurz drauf ein. Was Sie hier sehen, das ist der Chart, der Tageschart des Euro-Dollar-Wechselkurses am Tag der Sitzung der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche. Und Sie sehen es, wir hatten eine relativ starke Abwertung des Euros. Wenn Sie sich erinnern, damals in der Finanzkrise noch, da waren wir mal ungefähr Euro-Dollar bei 1,60 und jetzt hier im Tief sind wir runtergefallen. Sie sehen es hier bis auf einen Kurs von, ja, 1,056, also da ging es doch ordentlich nach unten, also rund 53 Euro Cent im Lauf der letzten paar Jahre. Und nun hatten wir eben die Pressekonferenz, bei der der Notenbankpräsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi oder auch Super Mario, wie er vielfach liebenswerterweise genannt wird, kommuniziert hat, was die Notenbanker sich so denken. Der Kapitalmarkt hat erwartet, dass wir eine Aufstockung des Anleiheaufkaufprogramms bekommen. Also das ist ja doch ein wirklicher Zungenbrecher. Gleichzeitig hatte man auch erwartet, dass die Laufzeit verlängert wird und auch, dass der Einlagezins für die Banken, für die sogenannten Überschussreserven, noch ein gutes Stück negativer wird. Im Volksmund heißt das dann Strafzinsen. Also Mario Draghi, bisher ein Meister der Kommunikation, aber diesmal hat das nicht so ganz funktioniert. Warum? Nun ja, der Markt hatte einiges mehr erwartet als das, was die Notenbank liefert. Man hat zwar das Programm verlängert für den Aufkauf von Anleihen um rund 6 Monate und man hat das Volumen gleich gelassen bei rund 60 Milliarden Euro pro Monat. Und das heißt, hier werden für rund 360 Milliarden Euro mehr Anleihen gekauft. Gleichzeitig wurde auch der Strafzins für die Banken von der minus 0,2 auf minus 0,3 verändert, aber der Markt hatte mehr erwartet und dementsprechend sehen Sie es hier, eine relativ schnelle und harte Bewegung in der Währung und das bedeutet nichts anderes, dieser Anstieg, als dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert gewonnen hat und Sie sehen es, das sind mal hier 3, 4 Cent, die sich relativ schnell bewegt hat und das natürlich auch in einer solchen Leitwährung beziehungsweise einem solchen Währungspaar aus zwei globalen Leitwährungen, das ist doch eine ordentliche Bewegung und zeigt auch mal wieder, wie deutlich oder zeigt sehr deutlich, wie stark doch auch technische Handelssysteme hier noch natürliche Marktbewegungen verstärken. Also das war schon eine relativ starke Bewegung zum Währungsaspekt im Portfolio-Kontext, konkret auch zur Währungsabsicherung, habe ich natürlich noch einiges dabei. Am Freitag hat Mario Draghi sich dann noch einmal zu Wort gemeldet. Er hat dann verbal ein bisschen nachgelegt und dementsprechend hat der Aktienmarkt oder die Aktienmärkte in Europa sich heute etwas positiver positioniert. Der Euro hat wieder ein bisschen abgegeben. Und momentan das dominierende Thema an den Kapitalmärkten natürlich hier die Währung oder das Währungspaar Euro-Dollar und deren Folgen für die Aktienmärkte der unterschiedlichen Regionen, weil natürlich auch hier ein schwacher Euro ist natürlich gut für den europäischen Export, aber ein starker US-Dollar ist negativ für den US-Export. Dazu haben wir noch Effekte auf die Importpreise und dementsprechend diese Importpreise wiederum mit Relevanz für die Inflation und die Inflation und die Inflationserwartung sind ja wiederum wichtig für die Notenbank bezüglich ihrer Zinspolitik. Also so hängt das Ganze hier zusammen. An der Stelle möchte ich nochmal kurz als Denkansatz hineinwerfen, über welche Zinsen sprechen wir denn eigentlich? Häufig lesen und hören Sie die Simplifizierung, dass wir haben ja global hohe Schulden und weil wir hohe Schulden haben, müssen die Zinsen niedrig sein. Weil wenn die Zinsen steigen, dann kann der Schuldner sich das eben nicht mehr leisten und dann würde es zu Kreditausfällen kommen und da ja der Kredit des einen das Vermögen des anderen ist, würde es eben zu einer Vernichtung von Vermögenswerten kommen und in einem vernetzten Finanzsystem, wo
die Banken Einlagen der Kunden entgegennehmen, wiederum auch Anleihen emittieren, die dann die Versicherungen und Versorgungswerke kaufen. Und dann geht das global hier um die Welt. In einem solchen vernetzten Finanzsystem dürfte so etwas nicht passieren. Also müssen die Zinsen unten bleiben. Ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass wir zumindest mal über zwei Arten von Zinsen sprechen. Der Anleihemarkt natürlich noch viel, viel differenzierter. Wir haben Staatsanleihen, wir haben Unternehmensanleihen, wir haben Pfandbriefe, wir haben allein in den Teilsegmenten der Anleihemärkte eine unheimlich große Vielfalt von Strukturen. Teilweise sind Anleihen sogar eher aktienmarktabhängig, wenn man über Hochzinsanleihen spricht. Aber hier geht es mir konkret um eines. Sie sehen, die Gleichung, der Realzins ist gleich der Nominalzins abzüglich der Inflation. Und wenn wir häufig über Zinsen sprechen und auch diese Erwartung, dass die Zinsen aufgrund der hohen Schulden nicht steigen können, dann sprechen wir typischerweise über diesen Nominalzins. Und wie gesagt, als kleine Denkaufgabe, die man da doch durchaus mal in einer ruhigen Stunde mal durchexerzieren sollte unter dem Aspekt des Risikomanagements. Was wäre denn, wenn der Nominalzins um 2% steigt? Gleichzeitig würde auch die Inflation um 1,5% steigen. Dann würde sich ja hier der Realzins lediglich nur um 0,5% verändern, weil 2% mehr beim Leitzins, also wenn der Leitzins hier 2% nach oben geht, gleichzeitig steigt die Inflation um 2%, um 1,5%, dann haben wir hier nur ein Delta von 0,5, also unser Realzins hier, der würde nur um 0,5% steigen. So. Die Schuldner haben sich zum Teil schon refinanziert, haben auch natürlich in dieser Niedrigzinsphase relativ lange Laufzeiten gewählt. Dementsprechend meines Erachtens die Thematik, dass der Nominalzins mal nach oben geht, nehmen wir mal das Beispiel von 2%, gleichzeitig steigt die Inflation um 1,5% an, dann haben wir nur eine Veränderung beim Realzins von 0,5%. Wegen 0,5% mehr Realzins wird kein Schuldner pleite gehen. Aber wenn Sie mal 2% mehr Zinsniveau in die Immobilienpreise oder auch in die Risikoprämien von Aktien oder auch in die Anleihemärkte hineindiskutieren, dann haben wir meines Erachtens eine relativ starke Bewegung, weil momentan natürlich und wie immer die Bewertung von den verschiedenen Vermögenspreisen auf natürlich auch irgendwo auf dem Zinsniveau basiert. Also das meines Erachtens das große Thema, was ein bisschen vernachlässigt wird. Wir sprechen über die Eurozone, wir sprechen über das Hard Landing in China, wir philosophieren darüber, ob die Zinsen in den USA hochgehen, ja oder nein. Aber wenn man sich mal die am Kapitalmarkt gehandelten Inflationserwartungen anschaut, auch mal die mittelfristigen, also die Inflationserwartungen, die man in 5 Jahren für die nächsten 5 Jahre erwartet, dann muss man sagen, die sind schon wieder mit einer steigenden Tendenz versehen und wer weiß auch, ob die Rohstoffpreise in 5 Jahren noch so niedrig sind, wie sie es aktuell sind, weil vor 5 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass wir hier mal einen Ölpreis von $40 das Barrel haben. Also dafür möchte ich Sie mal sensibilisieren, vor allem, weil wir hier die Thematik haben, dass es wahrscheinlich alle Vermögensklassen gleichzeitig treffen würde und dann haben Sie vielleicht einen schönen Kuchen von ein bisschen Immobilien, ein bisschen Edelmetallen, ein bisschen Aktien, ein bisschen Anleihen, aber am Ende des Tages verschiebt sich dann alles das, was momentan jetzt schön parallel gemeinsam nach oben gestiegen ist, wieder auch parallel nach unten. Also das ist ein wichtiges Thema an dieser Stelle zum Thema Zinsen. Ansonsten gab es Daten vom US-Arbeitsmarkt, die sogenannten Non-Farm Payrolls. Sie sehen es hier in grün dargestellt, das sind die neu geschaffenen Stellen. Das jeweils die einzelnen Datenpunkte, wichtiger volkswirtschaftlichen Daten, aber natürlich nicht der einzelne Datenpunkt, sondern hier auch mal die gleitenden Durchschnitte. Wir haben es jetzt mal für 3 Monate dargestellt in Rot, aber auch wenn Sie das mal für 12 Monate machen, dann sehen Sie, wir sind da sehr, sehr solide, über 200.000 Stellen pro Monat und das muss man ganz klar sagen, wenn man den Arbeitsmarkt betrachtet und auch natürlich alle strukturellen Probleme nimmt, die es noch so gibt, muss man ganz klar sagen, wenn man nicht die Zinsen jetzt erhöhen will, wann dann? Sie erinnern sich, im letzten Kapitalmarktdialog hatten wir hier mal das Lied der Höhner herangenommen, um diese Thematik aus, wenn nicht jetzt, wann dann, wenn nicht wir, wer sonst, hier mal darzustellen. Also auch am Kapitalmarkt, wenn man sich die Preise und die Terminmarktstrukturen und die Zinsstrukturkurven anschaut, dann ist ein Zinsschritt im Dezember hier bereits eingepreist und keine große Überraschung mehr. In der Vergangenheit war es doch auch das ein oder andere Mal so, dass der US-Dollar gestiegen ist, bevor die Zinsen angehoben wurden. Aber nachdem die Zinsen angehoben wurden, ist er dann erstmal gefallen. Also bitte hier nicht ganz so simplifiziert denken und sagen, naja gut, wenn die Amerikaner die Zinsen erhöhen und die EZB kauft mehr Anleihen, dann ist es ja erstmal toll für den Dollar und schlecht für den Euro. Da das alles keine Überraschung ist, ist ja vieles in den Kapitalmarktpreisen schon eingepreist und für die Preisveränderung für die Zukunft
ist ja letztendlich auch die relative Veränderung der Erwartungen relevant und jetzt weniger, dass das, was ohnehin erwartet wurde und in den Preisen drinsteckt, sich dann tatsächlich realisiert. Also am US-Arbeitsmarkt keine Überraschung, Zinserhöhung, soweit auch die kommt. Ansonsten Smalltalk-Thema China natürlich auch immer relevant. Was sehen Sie hier? Sie sehen in der gestrichelten Linie den 25-Jahres-Trend der chinesischen Verschuldung. Und in der Schwarze sehen Sie die entsprechende Entwicklung. Und wir sehen, wir sind hier, was die Verschuldung betrifft, sind wir im Endeffekt auch über dem Trend. Und die Überschrift können Sie, glaube ich, selbst lesen. Globalisierung endet nicht bei den Schulden. Also irgendwann wird natürlich das Thema Schulden in den USA auch ein Thema werden. Ob Sie jetzt heute schon Ihre gesamte Anlagestrategie darauf ausrichten sollten, dass in China mal Schulden abgeschrieben werden müssen und dass es zu einer Neustrukturierung der Vermögenswerte kommt, das halte ich für verfrüht, weil wir sehen auch jetzt wieder, die Staatsausgaben in China steigen. Also sprich, der Staat interveniert, fiskalpolitische Aktionen sehen wir hier. Wir sehen außerdem, dass der Service-Sektor sich eigentlich ganz vernünftig verhält. Lediglich der Industriesektor, der leidet natürlich. Aber hier wurden natürlich auch sehr viele Überkapazitäten geschaffen als Reaktion des globalen Abschwungs 2008 fortfolgende. Und wenn wir das auf globaler Ebene betrachten, dann wird China tendenziell wohl versuchen, seine eigene Währung vielleicht ein bisschen zu schwächen, um den eigenen Export zu stützen. So versucht man sich hier besser darzustellen und dementsprechend die Thematik, dass man davon ausgehen kann, dass China ein günstiges Preisniveau in die Eurozone, nach Großbritannien, aber auch in die USA exportiert, durchaus relevant. Das heißt, der günstige chinesische Export, der drückt die Inflation und eben auch die Konsumentenpreise in der westlichen Welt und das hat wiederum Auswirkungen natürlich auf die Notenbanken, weil ich glaube, in Europa und auch in der Eurozone, es wäre allen ganz recht, wenn wir niedrige Zinsen haben, die wir momentan haben, aber eben gewürzt mit einer höheren Inflation, damit wir eben diese sogenannte finanzielle Repression haben, also dass wir eine sanfte Enteignung haben, die der Sparer gar nicht so stark merkt, weil er hat ja nominal immer noch 100 € auf seinem Konto. Aber wenn Sie natürlich eine Inflation von 2% haben bei 0% Zins und unter 2% echter Inflationsrate, dann haben Sie natürlich nach 5 oder nach 10 Jahren nicht mehr die Kaufkraft wie heute. Und das ist allen natürlich gesellschaftspolitisch lieber, als wirklich mal zu sagen, wir müssen die Vermögenswerte neu strukturieren und kommen zu harten Schnitten, weil da haben wir ja schon allein bei Griechenland gesehen, dass das doch den Sektor doch ein bisschen durcheinander wirft. Hässlicher Rohstoffe, das ist, glaube ich, einer der unbeliebtesten Sektoren aktuell. Hier mal dargestellt die Entwicklung der Industriemetalle seit Beginn des Jahres 2014 und da sehen Sie, da ist es schon ordentlich abgestürzt, egal ob Sie Kupfer nehmen, Nickel, Zink oder Iron Ore, also Eisenerz. Klar, das Wachstum in China wandelt sich und auch hier nochmal der ein oder andere Kommentar zu den verschiedenen Indikatoren, die häufig für China herangezogen werden. Meistens werden hier Indikatoren gebildet, die sich auf die Frachtraten beziehen, die man bezahlen muss, um Fracht auf der Schiene, also mit der Eisenbahn zu transportieren. Der Elektrizitätsverbrauch spielt hier mit rein und noch andere Aspekte. Klar, das waren für die Vergangenheit sehr gute Indikatoren, weil China sehr stark natürlich über den Infrastruktur, über den Bausektor und über den Industriesektor gewachsen ist. Aber das wird nicht das Wachstumsmodell für die nächsten 15 oder 20 Jahre sein. Also von daher auch mit Indikatoren, die plausibel erscheinen, immer ein bisschen vorsichtig. Aber auch das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das Wachstum wird schwächer sein als das, was hier die Zentralpartei hier kommuniziert. Und die Rohstoffe und auch natürlich die rohstoffreichen Länder, die davon sehr stark profitiert haben, das sind natürlich auch diejenigen, die tendenziell am stärksten darunter leiden. Aber auch das muss man sagen, diese niedrigen Rohstoffpreise gehen natürlich auch in niedrige Produzentenpreise mit ein. Und dementsprechend müssen wir natürlich hier mal schauen, wie das mit der Inflation weitergeht, weil wie gesagt, momentan die Rohstoffe sehr unbeliebt. Vielleicht haben wir auf Sicht von 5 Jahren wieder höhere Rohstoffpreise. Wir sehen vielleicht sogar wirklich dieses Thema Lohnpreisspirale. Also sprich, die Arbeitnehmer können die entsprechende Qualifikation haben, die können entsprechend höhere Löhne durchsetzen. Das versuchen die Unternehmen überzuwälzen auf den Konsumenten. Also vorne das Thema Inflationsschutz. Meines Erachtens momentan ein Thema, was man sich durchaus mal anschauen sollte, weil ich denke, viele von Ihnen sind ja auch langfristig orientierte Anleger und sind da nicht nur am Wochen- oder Monatsgeschehen interessiert, sondern sie legen, so hoffe ich doch zumindest, Geld auch für 10, 15 oder 20 Jahre an. Und da spielt die Inflation natürlich eine wesentliche Rolle. Und Inflationsschutz, den kann man momentan relativ günstig kaufen. Und dann ist einfach nur die Frage, in Abhängigkeit Ihrer sonstigen
Depot- und Vermögensstruktur, welcher Mix an Vermögensklassen aus Rohstoffen, aus der inflationsgebundenen Anleihen und anderen inflationssensiblen Titeln oder Vermögenswerten macht denn hier Sinn, damit Sie sich eben diesen Inflationsschutz langfristig ins Portfolio hineinkaufen. Kommen wir zu einem der Top-Themen, was häufig nachgefragt wird und das ist momentan, sollen wir lieber US- oder europäische Aktien kaufen? Deswegen habe ich das jetzt hier mal rausgegriffen, weil wir die Frage in den letzten Wochen sehr häufig hatten und auch an dieser Stelle darf ich Sie nochmal ermuntern, wenn Sie Fragen haben oder Anregungen für den Kapitalmarktdialog oder sonstige finanzielle Themen, greifen Sie einfach mal zum Telefon oder schreiben Sie eine E-Mail. Wir probieren ja wirklich immer Sachen aus der Praxis zu nehmen, echte Fragen und wir nehmen natürlich viele Fragestellungen, die wir mit unseren Kunden haben, aber wenn Sie eben kein Kunde sind und trotzdem eine Fragestellung haben und die macht Sinn für einen größeren Kontext, dann greifen wir die natürlich gerne auf. Also, sollen wir lieber US- oder europäische Aktien kaufen? Soweit die Frage. Was man ganz klar sagen muss, europäische Aktien sind schlechter gelaufen als US-Aktien. Also wir sehen hier den Stoxx 600 und wir sehen im Vergleich zum S&P 500, also sprich einmal europäische Aktien in einem breiter gefassten Index, einmal amerikanische Aktien in einem breiter gefassten Index. Und wenn Sie diese relative Wertentwicklung hier sehen, dann stellen Sie fest, dass wir eigentlich in den letzten Jahren tendenziell hier uns mit einer klaren Richtung befinden und die heißt einfach ganz klar, europäische Aktien laufen schlechter als US-amerikanische Aktien. Nun, ein Kursverlauf sagt Ihnen aber natürlich nichts über die Bewertung, sondern der Chart sagt einfach nur, es war besser in den USA investiert zu sein. Währungseffekte hier natürlich nicht berücksichtigt. Dazu komme ich später noch, aber rein im relativen Vergleich waren die US-Aktien, haben sich besser entwickelt, also die europäischen sind schlechter gelaufen. Der Grund könnte durchaus darin liegen, dass auch die US-Wirtschaft sich besser entwickelt hat. Sie sehen hier dargestellt die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes. Wir beginnen 1999 bei einem Wert von 0 respektive eben 100. Sie sehen es in hellgrün hier die Eurozone, in diesem dunklen oder blau sehen wir die USA. Und da sehen wir, okay, bei beiden ging es im Endeffekt ein gutes Stück nach unten im Rahmen der Hypothekenkrise, der Finanzkrise, aber nach der Krise, Sie sehen hier, entwickelt sich natürlich ein gewisses Delta zwischen diesen beiden Linien. Also die Amerikaner, ob man es positiv oder negativ findet, da sollte man sich von Emotionen freimachen, meines Erachtens. Die haben einfach schneller reagiert, die haben ihre Banken schneller saniert, die haben nicht erst rumgeeiert damit nach dem Motto, jedes Land muss für seine eigenen Banken einstehen und erst nachdem dann die Banken überfordert waren und die Staaten das Ganze auch nicht mehr retten konnten, dann überlegen, wie machen wir das im größeren nationalen Kontext. Nein, die haben es mal schnell und hart gemacht und dementsprechend sehen wir auch hier, dann sind natürlich viele Indikatoren wie Kreditvergabe und andere für die Volkswirtschaft wichtige Themen schneller angesprungen und haben sich eben hier in einem besseren wirtschaftlichen Entwicklungspfad auch abgebildet. Wichtiger Punkt, klar, Bankenrettung und Co., das alles ging natürlich nicht ohne Nebenwirkungen. Deswegen hier in diesem ja, Türkisgrün eben die Entwicklung der Notenbankbilanz für die USA, also die Fed in dunkelblau, hier für die Eurozone. Und dann sehen Sie, okay, wir haben das natürlich auch entsprechend hier mal indiziert auf 100. Und da sehen Sie im Endeffekt schon, okay, die Amerikaner waren da einfach schneller in der Ausweitung ihrer Bilanzsumme, haben hier in den Markt eingegriffen, waren hier entsprechend expansiver, haben ja auch verschiedene Programme durchgeführt, um die Zinsstrukturkurve abzuflachen, um die Renditen zu reduzieren und damit die Kredite von Häuslerbauern zu vergünstigen, um hier die Investitionstätigkeit von Unternehmen anzufachen. Und ja, leider haben die Unternehmen eher eigene Aktien zurückgekauft, als wirklich neu zu investieren. Aber per se muss man natürlich sagen, die Notenbank war ja ein bisschen schneller und ein bisschen aggressiver und kann dementsprechend auf der Zeitschiene betrachtet hier jetzt auch früher na, sich ein bisschen aus dem Thema zurückziehen. Aber ich denke, auch das ist ja klar kommuniziert worden. Die US-Notenbank wird Gewehr bei Fuß stehen, wenn es zu einer wirtschaftlichen Abschwächung kommt, wenn es zu exogenen Schocks kommt, die Amerika vor allem natürlich auch zum Beispiel in den Schwellenländern sieht oder auch durch die Entwicklung in China, respektive in der Eurozone, dann wird die US-Notenbank aktiv werden, um die heimische Wirtschaft zu schützen und natürlich auch hier ihr Mandat, was die Unterstützung des lokalen Arbeitsmarktes betrifft, eben zu unterstützen. Aber wie gesagt, das ist meines Erachtens auch ein Grund dafür, dass wir hier eine Differenz gesehen haben bei der Entwicklung der Aktienmärkte in den USA und der Eurozone. Das Ganze zeigt sich allerdings nicht nur an der Entwicklung der reinen Charts, also was ist halt besser gelaufen jetzt, sondern auch an der Entwicklung der
das Preis-Buch-Verhältnis, also ein Substanzwertindikator, den sehen Sie hier türkis links abgebildet. Und da muss man im Endeffekt sagen, was wird hier angegeben? Eben der Spread, also die Differenz zwischen den US- und den Euro-Aktien, also nach Preis-Buchwert. Und das Gleiche haben wir nochmal gemacht, eben, wenn Sie so wollen, für den Ertrag, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, Price-Earnings, wie es ja so schön heißt. Und da sehen wir auch, wenn man diese beiden Aspekte betrachtet, da ist der europäische Aktienmarkt eben günstiger in diesen beiden wichtigen Kennzahlen als eben der US-Aktienmarkt. Und dementsprechend sollte man das gut sehen. Ich höre gerade, dass jemand sagt, wir hören keinen Ton. Ich schaue gerade mal zur Kollegin rüber. Der Ton scheint hier wunderbar zu sein. Also vielleicht liegt sie an ihrem Rechner. Vielleicht kann die Kollegin ja mal was schreiben, ob der Rest den Ton hört. Meines Erachtens, wie gesagt, ich bekomme es hier angezeigt und sehe es auch am Mikro, dass die Stimme eigentlich gut rüberkommen sollte. Also fassen wir es nochmal zusammen. Wie gesagt, sowohl wenn wir den substanziellen Ansatz fahren, also Thema Preis-Buch-Verhältnis, als auch natürlich, wenn wir das auf das Kursgewinn-Verhältnis betrachten, dann spricht alles für europäische Aktien. Und soweit ist der Investment-Case, also die Investment-Story eigentlich auch ziemlich klar. Jetzt sehen wir noch dazu, dass auch ein Index der wirtschaftlichen Überraschungen misst. Das ist ein Index, der von der Citigroup berechnet wird. Sie sehen das hier oben, der Citigroup Economic Surprise Index, also eben der Index der wirtschaftlichen Überraschungen. Hier wird vereinfacht gesagt, ins Verhältnis gesetzt, was wird an wirtschaftlichen Daten erwartet, wie kommen dann die realisierten Daten rein und gibt es eine positive oder eine negative Abweichung. Und wir sehen es im Endeffekt, okay, bei den USA haben wir jetzt eine tendenziell stärkere negative Abweichung. Bei der Eurozone hatten wir jetzt eigentlich eine ordentliche Phase mit einer positiven Entwicklung. Sie sehen es hier. Wir hatten natürlich starke Tiefs in den verschiedenen Phasen auch der Euro- und Staatsschuldenkrise. Aber wir sehen jetzt auch natürlich hier im jüngeren Kontext, da ging es ein gutes Stück eben nach oben. Also könnte man sagen, na, dann passt ja eigentlich momentan alles für europäische oder Euro-Aktien, weil sie sind günstiger nach verschiedenen Bewertungskennzahlen. Sie sind relativ gesehen schlechter gelaufen. Also muss man hier entsprechend eher europäische als US-Aktien kaufen. Also, wenn die Fakten auf der Hand liegen, dann denke ich, habe ich es Ihnen gut begründet, aber meines Erachtens sollte man dann besonders vorsichtig sein. Was Sie jetzt sehen, ist mal ein Ausschnitt. Ich habe es bewusst gemacht von verschiedensten Investmenthäusern, Vermögensverwaltern, und das sind jetzt alles große etablierte Häuser, also die in der Vergangenheit auch einen guten Job gemacht haben. Ja? Und was sehen Sie hier? Sie sehen hier, okay, für die US-Aktien, da gehen wir davon aus, da ist nicht viel zu verdienen. Deswegen dieses Gleichheitszeichen, die sagen auch, US-Aktien sind nach den meisten Messgrößen überbewertet. Gleichzeitig könnte der Lohnanstieg, da der Arbeitsmarkt angespannt ist, im qualitativen Arbeitssegment, der ist angespannt. Also könnten die Löhne steigen, steigende Löhne drücken natürlich auf die Margen der Unternehmen. Die sind ja auf Allzeit hoch. Also das Rendite-Risikoprofil erscheint im Endeffekt dieser Firma hier nicht attraktiv. Und schauen wir noch Europa, da sehen Sie schon, da haben wir ein Plus. Besserer Ausblick, die Erträge werden von der lockeren Geldpolitik profitieren, dazu die Euro-Schwäche natürlich auch positiv, die Bewertungen sind attraktiv, also Sie sehen es, letztendlich bestätigt man genau das, was ich Ihnen hier eben auch in den Charts hergeleitet habe. Kommen wir zum nächsten Asset Manager, ja, auch nochmal hier Aktien, ich habe sie Ihnen rausgenommen, Fortsetzung des Bullenmarktes, man muss aber mit kräftigen Kursausschlägen rechnen und hier unten kommt es, Präferenz von Industrieländern gegenüber Schwellenländern, das ist auch was wir gesehen haben jetzt in der letzten Zeit, Industrieländer haben sich bedeutend besser entwickelt als die Aktien von Schwellenländern und auch hier wieder Europa und Japan vor den USA. Vereinfacht gesprochen, lieber dort in Aktien investieren, wo die Notenbank noch was tut und nicht dort investieren, wo die Notenbank weniger macht oder sogar die Zinsen erhöht, wie in den USA. Kommen wir zum nächsten Vermögensverwalter. Übrigens auch ein Vermögensverwalter mit einer oder eine Bank mit einer sehr, sehr starken volkswirtschaftlichen Abteilung belegen regelmäßig auch sehr stark vordere Plätze, was ihre Konjunkturmeinungen eben betrifft. Und Sie sehen, ich habe es ja bewusst auch überall anonymisiert, weil in den meisten Fällen ist es eben so, dass dieses Material aus regulatorischen und aus Haftungsgründen privaten Anlegern nicht zur Verfügung gestellt ist. Deswegen, ich habe jetzt nicht aus böser Absicht die Quellen weggelassen, sondern hier geht es einfach darum,
Man bittet eben darum, das privaten Anlegern nicht zur Verfügung zu stellen. So sieht eben Regulierung heute aus. Aber was sehen Sie auch hier, auch von dieser Stelle ist diesmal ein deutsches Haus. Sie sehen es hier Europa. Der Pfeil geht nach oben, rechts oben. Ja, USA, Kanada, da sind wir wieder Gleichlauf. Kommen wir zum nächsten. Hier mal ein Haus aus Frankreich, eine der besten volkswirtschaftlichen Teams, hervorragendes Quant-Team, also die im Endeffekt auf mathematischer Basis Märkte analysieren, gewinnen regelmäßig Preise bei Umfragen, einer meiner Lieblingsquellen. Aber auch was können Sie hier lesen? Euro-Area Equities should continue to enjoy a sunny period, weil die Geldbedingungen werden lockerer und wir bleiben untergewichtet bei US-Equities, bei US-Aktien. Die sind momentan expensive, ja, also sie sind eben teuer. Also, was will ich Ihnen damit auch mal ganz klar sagen? Viele Anleger schauen natürlich auf die fundamentalen Daten und diese fundamentalen Daten sickern dann über das Primär-Know-how der, ich sag mal, Vermögensverwalter, Fondsmanager und wen es eben auch alles gibt und Researcher runter, werden dann im Endeffekt in den Medien und Zeitungsberichten oder der verschiedenen Kapitalmarktexperten, die ja irgendwas nachplappern müssen, den ganzen Tag übernommen und so kommt man letztendlich dann zu einer Meinung und dann stellt man fest, ja, diese Meinung war aufgrund der Fakten und fundamental zu diesem Zeitpunkt absolut richtig, aber leider Gott, da alle bereits diese Meinung hatten, waren sie schon so positioniert und dann kommt es eben genau anders, als man denkt. Also, das gilt natürlich nicht nur für diese Fragestellung, soll ich jetzt lieber US- oder europäische Aktien kaufen, sondern grundsätzlich am Kapitalmarkt. Ich habe Ihnen vorhin das Beispiel mit dem Thema Zinsen gezeigt, was die EZB-Aktion betrifft, wo man da sieht, ja klar, die EZB hat mehr getan, aber sie hat leider nicht genug getan, weil der Markt hat mehr erwartet. Und wie gesagt, jetzt hier mal ein ausführlicher hergeleitetes Beispiel für das Thema, welche Aktien sollte man momentan kaufen. Zurück zur Arbeit, also weg von der Meinung, kommen wir etwas mehr zur handwerklichen Thematik. Was Sie hier sehen, das ist ein Markt, zwei Risikoprofile. Konkret sehen Sie hier in Orange den MSCI World aus der Euro-Perspektive und in Blau aus der US-Dollar-Perspektive. Also der globale Aktienmarkt, wenn wir diese Benchmark hier nehmen, wie es im Fachidiotendeutsch heißt, dann haben Sie hier im Endeffekt den globalen Aktienmarkt abgebildet nach dieser Lesart. Und was Sie aber natürlich sehen, Sie haben hier eine ordentliche Differenz zwischen der Betrachtung ohne Währungseffekt und mit Währungseffekt. Also sprich, wir reden über den gleichen Markt, aber in dem Beispiel hier unten, nehmen wir mal unseren Anleger. Unseren Anleger, der hat hier, wann haben wir, sind wir hier, 2009, 2010, hat er sich eben einen MSCI World Index vorgekauft mit Währungsabsicherung. Dann sehen wir jetzt im Endeffekt, dann stehen wir jetzt hier. Und wenn Sie im Endeffekt eingekauft haben ohne Währungsabsicherung, weil Sie gesagt haben, okay, ich kenne mich vielleicht gar nicht aus oder das ist einfach das Gängige, was man eben kauft, dann haben Sie jetzt noch zusätzlich von dieser Euro-Abwertung profitiert. Konkret sehen Sie aber ein Markt, zwei Risikoprofile, auch die Schwankungsbreite der nicht währungsgesicherten Variante ist, ich glaube, ungefähr ein Drittel höher. Und jetzt geht es mir darum, dass Ihnen klar ist, dass Sie eben, wenn Sie eben hier oben sind, respektive wenn Sie sagen, nee, ich möchte jetzt in den globalen Aktienmarkt investieren, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob Sie sich für eine Variante mit Währungssicherung oder ohne Währungssicherung entscheiden. Und da muss man ein bisschen doch Hirnschmalz auch reinlegen. Deswegen, oft wird dargestellt, es ist so simpel, einen Investmentfonds oder auch einen Indexfonds, einen ETF auszusuchen, aber da geht leider Gottes vieles verloren. Deswegen gehen wir mal weg von der Meinung und gehen zum Handwerk. Die Frage ist erstmal mit oder ohne Währungssicherung. Also was will ich eigentlich? Möchte ich eine Währungschance, ein Währungsrisiko oder will ich es nicht? Und ich glaube, bei 1,35 Euro-Dollar war das leichter zu beantworten als beim Wechselkurs vielleicht von 1,08, wo wir aktuell sind. Dann die Frage, wenn es um Indexfonds geht oder ETFs, physisch replizierend oder über ein Tauschgeschäft, einen sogenannten Swap. Also, was möchte ich da haben und wie soll das dann Ganze denn steuerlich behandelt werden? Wenn ich einen Ausschüttenden kaufe, dann ist es relativ gut mit der Steuer. Wenn ich einen Thesaurierenden kaufe, der im Ausland domiziliert ist, und das sind die meisten,
Indexfonds und ETFs, die wir hier in Deutschland typischerweise bei Anlegern finden, dann haben wir das Problem, dass sie jedes Jahr den sogenannten ausschüttungsgleichen Ertrag, also Zinsen und Dividenden, versteuern müssen, auch wenn ihnen nichts zufließt. Aber bei der Veräußerung des Fonds müssen sie nochmal die gesamte Differenz zwischen Ankaufskurs und Verkaufskurs versteuern. Also sprich, da gibt es eine latente Doppelbesteuerung der laufenden Erträge und Sie als Anleger müssen nachweisen, dass Sie bereits jedes Jahr diesen laufenden Ertrag versteuert haben. Also viel Spaß dabei, die Abgeltungssteuer hat ja alles angeblich ach so simpel gemacht. Jetzt geht das Ganze noch weiter. Sie sagen vielleicht, naja gut, ich habe eigentlich lieber einen ETF, der physisch replizierend ist, weil über diese Tauschgeschäfte und Swaps habe ich mal in der Finanzkrise was Negatives gelesen. Gleichzeitig würde ich auch eine Währungssicherung ganz toll finden. Und ausschütten soll das Ganze auch noch sein, um nicht das Gefühl der Doppelbesteuerung, um das nicht das Risiko der Doppelbesteuerung zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Erfolg bei der Suche. Will ja jetzt nicht alles ausplaudern. Aber Sie sehen schon, da gibt es einige Fragestellungen, die sich da auftreten. Vielleicht macht ein währungsgesicherter, thesaurierender ETF dann Sinn, wenn ich ein Swap-Geschäft habe, weil das Swap-Geschäft hat keinen laufenden steuerlichen Ertrag. Und dann, wenn wir das alles überprüft haben, dann können wir noch schauen, wie sind denn die Kosten des Indexfonds, welchen Tracking-Error, welche Abweichung hat er denn zur Benchmark, die er verfolgen soll. Also, was ich Ihnen damit sagen möchte, gerade auch an diesem Punkt, wo A, die Währung Euro-Dollar sehr, sehr gut gelaufen ist aus Sicht eines Euro-Anlegers, wenn Sie nicht gerade natürlich in die USA in Urlaub gefahren sind, ja. Währungssicherung ist jetzt ein Thema. Es betrifft nicht nur den Aktienmarkt. Die Frage, wie Sie das genau abbilden, in Prozentsatz Ihres Portfolios und mit welchen Instrumenten Sie das tun, ist nicht so trivial, wie es momentan einfach dargestellt wird. Also vieles, was ich einfach in der Presse lese, das ist einfach, ich sage es ganz offen, meines Erachtens nicht zu Ende gedacht. Dann werden steuerliche Aspekte vergessen oder andere Aspekte ausgeblendet. Also es ist nicht ganz so trivial, wie es oft dargestellt wird. Und dieses Währungsthema gilt natürlich auch noch für Edelmetalle oder auch für Anleihen. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kaufen heute eine Anleihe oder ein Anleihe-ETF oder einen Anleihefonds, der im US-Dollar notiert, dann haben Sie vielleicht eine laufende Rendite im Unternehmensanleihebereich von 3%. Ja, aber an einem Tag wie dem Donnerstag, dann schwankt die Währung mal um 4%. Das heißt, Ihre Ertragszusammensetzung, die zum Teil eben aus der Zinsveränderung kommt, oder aus Bonitätsveränderungen, ist heute viel, viel kleiner als vielleicht Anfang des Jahrtausends, als ja der Zins eine viel größere Rolle gespielt hat. Heute, die Währung hat einen ganz massiven Einfluss auf Ihre Portfolioentwicklung. Das sollten wir uns an dieser Stelle meines Erachtens auf jeden Fall auch klar machen. Und dann gilt es darum, im Portfolio zu schauen, wie viel Währungseinfluss habe ich denn insgesamt in meinem Portfolio mit drin, weil ist ja auch ein Unterschied, ob Sie Gold physisch im Tresor liegen haben, dann werden Sie tendenziell keine Währungssicherung haben, oder ob Sie ein sogenanntes Quantozertifikat auf Gold erworben haben, wo eine Währungssicherung mit drin ist. Also daraufhin sollte man das Portfolio mal analysieren und das sollte man natürlich typischerweise dann tun, nachdem es einen starken Trend gab und den haben wir bei Euro-Dollar in den letzten Monaten gesehen. Grundsätzlich, auch das gilt noch, es geht darum zu verstehen, wo kommen die Renditen her. Jetzt hier mal ein Beispiel von einem beliebigen Fonds, steht sowieso kein Name dabei und soll auch keine Empfehlung sein. Aber was möchte ich Ihnen damit sagen? Oft erleben wir, Leute schauen sich den Chart eines Fonds an oder eine Aktie, eine Anleihe und treffen daraufhin eine Kaufentscheidung. Nein, es geht darum, dass Sie auch ein bisschen darauf verstehen, wo hat denn der Fonds die Rendite gemacht? Kommt die Rendite daher, dass er Aktien ausgewählt hat oder kommt die Rendite daher, dass es einfach der richtige Aktienmarkt war? Kommt die Rendite vielleicht auch daher, dass die Währung zugunsten dieser Anlage gelaufen ist? Weil gerade in so einem Jahr, wie wir es jetzt in 2015 haben, wo der Euro sich schwach präsentiert hat, werden Sie in den Bestsellerlisten häufig wiederum auch Anlagen finden, wo der Kernmarkt eigentlich kaum eine Rendite gemacht hat, sondern wo die Rendite einfach daher kam, dass wir eben eine ungesicherte Währungsposition haben. Es war eine zusätzliche Risikoquelle und die hat sich glücklicherweise eben positiv ausgewirkt. Aber das heißt natürlich nicht, dass sich die gleiche Risikoquelle im nächsten Jahr auch positiv auswirkt. Also verstehen, wo die Renditen herkommen, meines Erachtens ein essentielles Thema. Dafür möchte ich Sie sensibilisieren. Grundsätzlich, aktuell Risikostreuung ein seltenes Gut. Was sehen Sie hier? Sie sehen auf der linken Seite, sehen Sie verschiedene Aktienindizes. Das sind die typischen MSCI-Indizes, die auch die Basis sehr, sehr vieler Investmentprodukte sind. Dann sehen Sie hier den aktuellen Grad der mathematischen oder statistischen Risikostreuung, die der Index aktuell bietet. Das wäre das maximale,
der maximale Grad an mathematisch möglicher Diversifizierung aufgrund des Aktienuniversums, das eben dieser Index hier bietet. Und ganz rechts sehen wir also, welchen Grad an Risikostreuung bietet der Index denn gerade? Und hier muss man sagen, dieser Grad der Risikostreuung, der schwankt relativ stark auch im Zeitablauf, der sieht auch in den Märkten unterschiedlich aus. Das heißt, auch ein Index ist nur ein Portfolio, der bietet Ihnen mal einen größeren und mal einen geringeren Grad an Risikostreuung. Tendenziell, besonders dann, wenn einzelne Branchen sich sehr stark entwickeln, wie die Immobilien und die Finanztitel in Japan, bevor die Blase geplatzt ist, oder wie die Finanz- und Bankentitel, bevor wir im Endeffekt die Finanzkrise hatten, dann haben sie oftmals einen Index, der repräsentiert eben nicht die 50 besten Unternehmen der Eurozone, sondern die 50 Werte mit der höchsten Marktkapitalisierung. Und wenn das dann eben zu 80% Finanzdienstleister sind, weil die Branche überproportional gewachsen ist und diese Branche wird dann zusammengefaltet, dann haben sie eben extreme Bewegung. Also Risikostreuung hängt nicht von der Anzahl der Titel ab, sondern von der Zusammensetzung der Position. Und aktuell sehen wir, Risikostreuung ist relativ schwierig zu finden. Stichwort Anlagenotstand und niedrige Zinsen. Hier mal ein Beispiel aus unseren Faktorstrategien, die ja sehr breit investieren und rund 8.500 verschiedene Aktien abbilden. Und da sehen Sie es auch nochmal sehr stark. Der Markt, das ist immer der MSCI World, also der globale Aktienmarkt. Und da sehen Sie es auch, der Großteil steckt natürlich in sogenannten Large, also in großen Unternehmen. In großen Unternehmen hier drin, das Thema mittelgroße Unternehmen, das sehen Sie hier zusammengefasst, oder kleine Unternehmen, spielt hier keine große Rolle, weil die Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung hier am stärksten gewichtet sind. Also Ziel sollte natürlich sein, ein Aktienportfolio zu haben, was breiter gestreut ist. Auch die regionale Verteilung, Sie sehen es hier, der Aktienmarkt so rund auf globaler Ebene zu 62% in US-Titeln und nur zu 25% in Europa. Es macht natürlich Sinn, das Ganze eher ein bisschen breiter zu gewichten und nicht so singuläre Wetten einzugehen. Und oft stellen wir fest, die Wetten wurden unbewusst eingegangen, weil man sich gar nicht angeschaut hat, was im Portfolio eigentlich drin ist. Kommen wir zum Abschluss. Der neutrale Ausgangspunkt finanzieller Entscheidungen. Wie sieht der für uns auch aus? Meines Erachtens der wichtigste Punkt erstmal, Sie müssen keine Meinung haben, um richtige finanzielle Entscheidungen zu treffen. Oft wartet man ja auf die passende Story oder den einen Moment, woher der auch immer kommt. Und unseres Erachtens sieht das so aus, wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht und wir haben nur zwei übergeordnete Vermögensklassen. Das sind eben einerseits Sachwerte, da bin ich Eigentümer, auf der anderen Seite gibt es Geldwerte, da bin ich Gläubiger. Und wenn ich keine Ahnung habe, wie es weitergeht und ich möchte auch keine Meinung ausdrücken, in diesem Modell sind wir gerade. Ich möchte erstmal keine Meinung ausdrucken, weil ich möchte ja einen neutralen Ausgangspunkt meiner finanziellen Entscheidung haben. Dann würde ich mein Geld 50-50 verteilen. Auf der handwerklichen Ebene gilt dann entsprechend, eine Risikostreuung ist wichtig. Das heißt, bei Sachwerten, ich streue die natürlich über die Anzahl, über die Region und über die Charakteristika. Aktien und Immobilien sind beides Sachwerte. Aber bei Aktien gibt es Substanzaktien, es gibt Wachstumsaktien, es gibt deutsche Aktien, es gibt asiatische Aktien. Also das heißt, hier müssen wir eine Streuung darstellen und natürlich verhält sich eine Aktie anders als eine Immobilie. Also Streuung ist angesagt und für die Geldwerte gilt dementsprechend auch. Geldwerte sind natürlich auch zu streuen, verschiedene Schuldner, verschiedene Bonitäten, unterschiedliche Währungen, unterschiedliche Rechtsräume mit vielleicht sogar unterschiedlichen Klauseln in den Anleihebedingungen. Also Risikostreuung ist hier das, was handwerklich zu tun ist. Und dann die Kernfrage, wann setze ich es um? Weil wenn ich auf steigende Preise setze, und das tun Sie am Ende des Tages mit vielen Geldanlagen, auch mit einer Immobilie, dann ist die Frage, ist es jetzt billig, ist es jetzt teuer, ist es preiswert? Also, wenn Sie keine Ahnung haben, dann können Sie zumindest am Kapitalmarkt, können Sie sagen, okay, ich verteile 50% meines Kapitals so, dass ich an steigenden Vermögenspreisen profitiere und die anderen 50% verteile ich so, dass ich auch in relativen Preisentwicklungen partizipieren kann. Also, dass es mir nicht wichtig ist, dass eben hier Eurozonenaktien steigen und US-Aktien gleichzeitig steigen, sondern mir würde es dann zum Beispiel lang, wenn US-Aktien fallen und europäische Aktien stabil bleiben, dann habe ich eben hier einen relativen Ertrag. Also dieses Thema marktneutrale Investitionen bei institutionellen Anlegern wie Versicherungen und Pensionskassen momentan eines der Top-Themen und für den privaten Anleger meines Erachtens, auch wenn sie komplexer sind, ein sehr gutes Instrument, um in einer Welt, wo wir doch eine verschobenes Preisniveau haben aufgrund des fehlenden Zinsen und der fehlenden Leitfunktion hier der Zinsen, ein gutes Instrument, um eben auch etwas im Portfolio zu haben, was mir eine Risikostreuung bietet in Phasen, wo wir vielleicht auf der Zinsseite hier mal wieder einen entsprechenden
Anstieg haben. Also da schließt sich auch wiederum der Kreis zu dem, was wir am Anfang hatten. Denken Sie mal drüber nach, Nominalzins oder Realzins, welche Erwartungen haben Sie denn, was nicht steigen kann, und macht es einen Unterschied. Also, Fazit, was tun wir für Sie? Und dann steigen wir auch in die Fragerunde ein. Unsere Dienstleistung sieht wie folgt aus. Aktiver Dialog und Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele. In vielen Fällen gibt es gar keine finanziellen Ziele. Und wenn Sie keine finanziellen Ziele haben, dann können Sie auch nicht sagen, wie Sie Ihr Geld anlegen müssen. Beim Urlaub müssen Sie auch festlegen, wollen Sie in die Berge oder wollen Sie ans Meer? Beides hat seine Vorteile, beides hat seine Nachteile, aber es gilt es mal zu definieren. Dann. Großer Punkt in Deutschland. Was ist Rücklage? Was ist Kapitalanlage? 80% des Vermögens der Deutschen, gemessen an den privaten Haushalten, liegt in zinsbasierten Anlagen, also reale Renditeerwartung nahezu null. Und rund 40% liegen nahezu unverzinst auf Sparbüchern, Festgeldkonten und Tagesgeldkonten. Also diese Thematik, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage, ist ein wichtiger Aspekt. Dann im nächsten Schritt die Frage, welche Rendite brauche ich eigentlich, um meine Ziele zu erreichen? Bin ich ein Jüngerer, der eine hohe Rendite braucht, weil er Geld für die Altersvorsorge aufbaut? Bin ich Mitte 50, will vielleicht die nächsten 10 Jahre in den Ruhestand gehen? Das macht natürlich einen Unterschied. Dementsprechend sollten diese beiden Personen nicht die gleiche Anlagestrategie fahren. Also die notwendige Rendite muss ermittelt werden. Die kann man natürlich entsprechend berechnen. Stichwort Finanzplanung, respektive Ruhestandsplanung in Abhängigkeit des Alters. Und dann gilt es abzugleichen. Okay, komme ich denn zu dieser notwendigen Rendite hin? Also sprich, Abgleich mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld. Wie sehen denn Renditen und Risiko oder Renditen aus für die verschiedenen Anleihesegmente und für den Aktienmarkt? Hier schauen wir uns an, wie sind Aktien bewertet? Und ich glaube, auch hier ist es für jeden eingängig. Wenn Aktien teurer sind, dann sind die Ertragserwartungen für die nächsten Jahre niedriger. Wenn sie günstiger sind, sind die Ertragserwartungen höher. Problem leider Gottes, als wir zuletzt extrem niedrige Bewertungen an den Aktienmärkten hatten, das war eben entsprechend hier Ende 2008. Da wollten viele nicht kaufen, weil die Nachrichtenlage und die Medienlandschaft sah ja sehr düster aus. Zum Glück hatten wir zum 01.01.2009 die Einführung der Abgeltungssteuer. Also haben viele Anleger damals noch Wertpapiere gekauft, haben jetzt dementsprechend hier auch schön an den Preissteigerungen der Vermögenspreise partizipiert. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, Sie sind heute ein paar Jährchen älter. Der Anlagehorizont hat sich verkürzt. Wir bekommen momentan weniger Risikostreuung am Kapitalmarkt. Also auch hier geht es darum, sich damit zu beschäftigen, wie Risikomanagement jetzt aussieht. Und da gibt es diverse Möglichkeiten, wie Sie in Ihren abgeltungssteuerfreien Anlagen investiert bleiben können, aber gleichzeitig Ihr Anlagerisiko und die Abhängigkeit Ihres Portfolios vom Kapitalmarktumfeld reduzieren können und das Ganze auch noch steuerlich so verpacken können, dass es ganz angenehm ist und eben, dass das Finanzamt hier 28% der Absicherungskosten mitträgt und das Ganze dementsprechend emotional angenehmer ist. Im nächsten Schritt. Wir waren jetzt sehr sachlich, Abgleich mit der eigenen finanziellen Risikobereitschaft. Risikobereitschaft im Sinne, das ist wie nichts anderes als eine Schuhgröße. Der unseres Erachtens Weltmarktführer kommt aus Australien, ist ein 25-Fragen-Test. Auch hier natürlich wiederum das Angebot. Sie können es beim Feedback-Formular angeben. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, fordern Sie es mal an. Ist kostenfrei, ist online, 25 Fragen. Ich glaube, das dauert maximal eine Viertelstunde. Und das kann man mal machen und im nächsten Schritt kann man es auch mit dem eigenen Depot abgleichen. Und natürlich macht es Sinn, einen Abgleich vorzunehmen, wenn die Vermögenswerte hoch bewertet sind, weil dann kann man auch Anpassungen vornehmen. Wenn Sie erst sich wieder mit dem Thema Risiko beschäftigen, nachdem die Aktienmärkte mal 20% gefallen sind, ist es viel, viel schwerer. Also jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich mit der Thematik zu beschäftigen. Dann nächster Schritt, Auswahl der notwendigen Vermögensklassen und der gewünschten Instrumente und schriftliche Formulierung der Herleitung zur persönlichen Anlagestrategie. Also das sind die Kernthemen und das gleicht man eben regelmäßig ab. Und dann der Punkt, wie kann ich das Ganze kosteneffizient und bankenunabhängig umsetzen, um hier in so einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Und wenn Sie meine persönliche Meinung wissen möchten, dann ist momentan die Finanzbranche und auch der technische Fortschritt, was wir hier tun im Finanzbereich, der geht sehr stark darum, wie können wir die Abwicklung einer Transaktion noch billiger machen, wie können wir noch günstigere Finanzprodukte schaffen, wie können wir dem Kunden noch detaillierter ermöglichen, in einzelne Segmente des Kapitalmarktes zu investieren. Darauf setzen wir momentan den Fokus, aber am Ende des Tages, ich hoffe, ich konnte das so wiedergeben, die Punkte 1 bis 7, die entscheiden am Ende des Tages, ob Sie mit Ihrer Vermögensstrategie richtig unterwegs sind. Punkt 8 kommt dann zum Schluss. Punkt 8 ist meines Erachtens die Voraus, ist ein, wie sagt man so schön, ein Hygienefaktor. Also sprich, das setzt man voraus, dass das so ist, genauso wie Sie auch, wenn Sie zum Italiener gehen, Sie erwarten, dass Sie einen Stuhl und einen Tisch angeboten bekommen.
Aber sie erwarten natürlich auch gutes Essen. Punkt 1 bis 7. Nur vom Stuhl um Tisch, damit sind sie nicht zufrieden. Also, und so ist es. Und wie gesagt, die Finanzbranche momentan ganz klar, man ist hier unterwegs auf diesem Punkt Nummer 8. Wie geht es einfacher, besser, spezieller? Natürlich sehr positiv, weil Transaktionskosten verringern sich. Sie haben heute Produkte mit sensationellen niedrigen Kosten, mit der Sie wirklich sehr granular auch eine gewünschte Anlagestrategie abbilden können. Aber was nutzt das Ganze, wenn Sie gar keine Anlagestrategie haben? Also von daher die Punkte 1 bis 7 meines Erachtens hier die relevanten Punkte. So, meine Damen und Herren, 18:48 Uhr. Ich bin etwas überraschenderweise über die Zeit. Ich hoffe, ich konnte die Punkte so abdecken. Jetzt natürlich nochmal zu Fragen. Wie könnte ein langfristiger Aktienmix aussehen, haben wir hier als Frage. Meines Erachtens, langfristiger Aktienmix, ich würde es wirklich simpel halten und ein sinnvoller Aktienmix, das haben Sie hier auch gesehen. Also, wir sollten uns erstmal klar machen, dass der Aktienmarkt besteht aus verschiedenen Segmenten. Also, wir haben Aktien, die haben eine hohe Marktkapitalisierung, eine mittlere Marktkapitalisierung und eine kleinere Marktkapitalisierung. Das sind eben diese Bereiche. Dazu haben wir noch verschiedene Regionen, eben Nordamerika, Europa, Asien und eben den Mittleren Osten, respektive Afrika. Und der Ausgangspunkt sollte meines Erachtens erstmal sein, ein Portfolio zu haben, was global gestreut ist. Also schöne Orientierung ist der norwegische Staatsfonds. Deren Ziel ist es ja mit rund 65% ihrer langfristigen Mittel im globalen Kapitalmarkt investiert zu sein. Also hier wirklich eine Streuung über Tausende von Unternehmen und unterschiedliche Sektoren und Branchen. Das heißt, man versucht gar nicht die beste Aktie oder die beste Region oder den heißesten Sektor zu finden, sondern man sagt ganz klar, okay, wir wollen ein repräsentatives Abbild der Anlageklasse Aktien haben. Und das bekomme ich eben nicht, wenn ich eben nur in einen DAX oder einen Euro Stoxx 50 oder investiere, sondern ich muss hier breiter investieren, eben über eine gewisse Anzahl von Papieren. Und wie gesagt, dieser technologische und Fortschritt, den wir auch über die Wissenschaft mittlerweile auch in den Finanzprodukten, auch in den ETFs haben, bietet sehr, sehr schöne Möglichkeiten, wirklich granular zu investieren. Und wir haben das Ganze Faktorportfolios genannt, Faktorstrategien. Da ist genau so ein Mix abgebildet. Da ist auch nochmal erklärt, wie wir das von der Logik her machen. Also am Ende des Tages auf wissenschaftlicher Basis versucht man hier die verschiedenen Risikoprämien, die der Kapitalmarkt bietet, entsprechend abzubilden. Und so würde das aussehen. Also das wäre die Basis. Und dann kann man eben noch, wenn man das wünscht, eben ein bisschen spezieller agieren, kann das ein oder andere stärker betonen. Aber ich finde wirklich, die Basis sollte das Strategische sein. Und wenn man dann noch, sag ich mal, sich einen vernünftigen sogenannten Rebalancing-Mechanismus setzt. Also eben zu sagen, okay, einmal im Jahr als Beispiel setze ich meine ursprüngliche Struktur wieder her. Als Beispiel, dieses Jahr ist Europa besser gelaufen als die USA. Dann würde ich eben sagen, okay, ich reduziere jetzt ein bisschen europäische Aktien, weil da habe ich mehr, als ich wollte. Ich kaufe ein bisschen mehr US-Aktien, weil da habe ich weniger, als ich wollte. Da haben Sie eine sehr neutrale Basis und diese naive Risikostreuung, die Sie heute mit tollen Instrumenten sehr effizient auch umsetzen können, wenn Sie das dann noch schaffen, das emotional durchzuhalten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, das sehen wir auch mit unseren Kunden, auch ein handwerklich sauberes und optimiertes Portfolio hat halt einfach das Thema, dass der Anleger immer noch ein Mensch ist und eben Emotionen hat. Und die Emotionen muss man ausblenden. Und am Ende des Tages glaube ich auch, dass das ganze Thema Online-Brokerage und diese ständige Präsenz mit Apps, was Nachrichten angeht oder auch Online-Zugang zu ihrem Wertpapierdepot, wo jeder schaut, wenn in China ein Sack Reis umfällt, was mit seinem Portfolio passiert ist, da muss man sagen, meine Güte, wenn Sie Ihr Geld auf 10 Jahre anlegen, wen interessiert in 10 Jahren, was Mario Draghi am Donnerstag erzählt hat? Wahrscheinlich nichts. Also, wie gesagt, so würde man es machen. Stichwort Faktorportfolio erklärt das sehr gut. Okay, nächste Frage. Wo liegt generell der Durchschnitt des KGVs an Aktien im S&P 500, DAX und Nikkei und wie hoch ist das KGV am Immobiliensektor? Also, ich kann es Ihnen jetzt nicht für alle Werte natürlich auswendig sagen, aber was ich Ihnen sagen kann, wenn Sie den 50-Jahres-Durchschnitt des Kurs-Gewinn-Verhältnisses betrachten, einmal für die Europäische Union, also Euroland-Aktien, dann haben Sie momentan einen Bewertungsaufschlag von um die 30%. Also, sprich, Investoren bezahlen, wenn sie momentan Aktien zu den ja, jetzt gültigen Preisen auf der Indexebene erwerben einen Aufschlag von 31% zum historischen Durchschnitt für den S&P 500
Also sprich, US-Aktien liegt diese Prämie aktuell bei 24,6%. Jetzt muss man sich fragen, naja, das kann ich ja nicht isoliert betrachten. Ich muss es ja im Kontext der Zinsen sehen. Und das ist meines Erachtens auch das große Thema, was wir haben am Ende des Tages bei vielen Vermögenspreisen. Und das gilt natürlich auch für die Immobilien. Hier muss man sagen, ja, wenn die Zinsen wirklich auf Dauer so niedrig bleiben, dann mögen die Preise in Teilsegmenten gerechtfertigt sein. Aber in anderen Segmenten zeigt sich natürlich einfach der Anlagenotstand und ein Preisniveau, was nur mit sehr, sehr niedrigen Zinsen funktioniert. Und gerade bei den Immobilien habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir sowas haben wie damals bei den Ostimmobilien. Damals hieß es auch, die Immobilie ist nicht so wichtig, die Steuer wird schon richten. Heute sagt man, der Preis der Immobilie ist nicht so wichtig, die niedrigen Zinsen werden schon richten. Und meines Erachtens, eine Kapitalanlage sollte heute nicht nur auf Basis der niedrigen Zinsen erfolgen, sondern sie sollte auch noch ihren einen Preis haben, der halbwegs nachvollziehbar ist, wenn wir mal wieder ein Zinsniveau haben, was vielleicht auch mal 1,5 oder 2% höher ist. Dann die Frage Kursgewinnverhältnis am Immobiliensektor. Also was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wenn Sie sich momentan die deutschen Immobilienaktien anschauen, das hatten wir im letzten Kapitalmarktdialog hier im November als Thema, dass momentan Branchenbeobachtungen der Meinung sind, dass die Mieterhöhungsannahmen, die momentan in den Preisen der Immobilienaktien drin sind, durchschnittlich bei 5% für die nächsten Jahre liegen und dass man ja durchaus skeptisch sein dürfte, ob diese Mieterhöhungen so am Kapitalmarkt wirklich Mietmarkt wirklich durchzusetzen sind, weil auch das sollte klar sein. Es gibt mehr Mieter, die wählen, als Vermieter, die wählen. Und wenn Sie Politiker sind, dann haben Sie natürlich ein Interesse daran, die Masse zu bedienen und jetzt weniger eben hier den Einzelnen. Also wie gesagt, das mal hier zu den Daten. Wie kann man granular am besten Aktien streuen? Also wie kann man granular Aktien am besten streuen? Also sprich, entweder institutionelle Fonds, sogenannte Vermögensklassenfonds, auch das, was wir hier im Faktorportfolio einsetzen, respektive eben ETFs, also sogenannte Indexfonds, wo es eben darum geht, diese verschiedenen Prämien, die man als zum Beispiel als Value, als Quality, als Momentum. Das sind jetzt leider Gottes, das tut mir jetzt auch leid, Fachbegriffe, aber geht jetzt nicht einfacher. Dazu haben wir schon das ein oder andere geschrieben. Am besten, wenn Sie Ihre Frage nochmal in das Feedback-Formular mit reinpacken, dann können wir Ihnen dazu was Dezidierteres zuschicken, weil das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Aber es ist durchaus möglich, mit den Tools, die heute einem Privatanleger zur Verfügung stehen, wir betreuen ja auch viele Privatanleger, ein Portfolio zusammenzustellen, wo sie vor 15 Jahren als globaler, professionelle Pensionskasse Probleme gehabt haben. Also hier muss man sagen, der Fortschritt, es gibt doch auch wenn die Finanzindustrie ja oft in der Kritik steht, was Produkte betrifft und Innovationen betrifft, hier muss man ganz klar sagen, wenn man vernünftig hinschaut und auch vernünftig Anlagen auswählt, Stichwort Indexfonds und Vermögensklassenfonds, dann gibt es heute wirklich sehr günstige kalkulierte Produkte, wo Sie für 15 Basispunkte, das sind 0,15% im Jahr, den deutschen Aktienmarkt kaufen können und Sie haben nicht mal eine Wertpapierleihe mit drin. Ja, also sprich physisch repliziert, ohne Wertpapierleihe, so als hätten Sie alles selbst im Portfolio für 0,15% pro Jahr. Also wenn Sie da 10.000 Euro investieren, dann reden wir über 1% wären 100 Euro, 0,5 wären 15 Euro. Also wenn Sie mir vor 15 Jahren gesagt hätten, Sie können für 15 Euro das Äquivalent des deutschen Aktienmarktes, des DAXes, an physisch replizierten Aktien kaufen, hätte ich es nicht geglaubt. Also von daher, es gibt doch auch positive Entwicklungen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten außer Fonds, ETFs? Sie hatten eine andere Idee, Sie selbst für sich privat auch einsetzen. Also, ja, klar, also ich meine, Sie sehen die Grafik jetzt auch hier nochmal dargestellt. Ich glaube schon, dass wir uns in der Zukunft auch stärker über dieses Thema unterhalten werden. Wie kann ich denn wirklich Risikostreuung erzielen? Wie kann ich denn Fonds einsetzen? Oder Strategien, je nachdem, wie viel Kapital Sie selbst zur Verfügung haben. Oder Strategien, die eben nicht nur darauf basieren, dass ein Vermögenswert im Preis steigt, sondern eben auch, dass Sie an relativen Veränderungen partizipieren können. Und ich glaube, das wird da noch ein Thema werden und das werden wir aber auch nochmal separat in der Online-Konferenz mal vertiefen. Ich glaube, wenn Sie das mal als Blaupause mal mitnehmen und sich auch selbst mal kritisch hinterfragen, wie bin ich denn eigentlich positioniert, wenn ich mal meine Versicherungen in ihre Teile zerlege, wenn ich mal meine Rentenansprüche in meine Teile zerlege, wenn ich meine Cash-Positionen alles addiere, wie bin ich eigentlich positioniert? Und wir erleben oft, dass Anleger entweder sehr stark hier drüben sind
oder sehr stark hier drüben, in vielen Fällen auch unbewusst. Oder was auch oft vorkommt, dass der Mix eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber dass man sagen muss, naja, dass die Mischung und Streuung über die Anzahl oder die Region oder vor allem auch die Charakteristika, die ist nicht so doll, weil wenn Sie heute, Sie haben ein S&P 500 ETF und Sie haben ein Eurostoxx oder ein Stoxx 600 ETF, dann muss man sagen, da haben Sie beides mal Aktienmarkt, da haben Sie beides mal die ähnlichen exogenen Faktoren, die da draufdrücken. In beiden Fällen sind Aktienmarktprämien wie Small oder auch Value unterdurchschnittlich gewichtet. Also da gibt es schon noch ein bisschen handwerkliche Arbeit zu tun, aber dazu muss man natürlich jeweils das konkrete Portfolio anschauen und sich überlegen, welche Vermögenswerte muss man denn ergänzen mit eben das Portfolio, vielleicht auch den Grad und an Mischung und Streuung erfüllt, den Sie vor, das muss man auch ganz klar sagen, vor, wenn Sie 2008 50% Aktien und 50% Anleihen gekauft haben, dann haben Sie viel, viel weniger Risiko im Portfolio, als wenn Sie heute 50% Aktien oder Anleihen halten. Ja, also obwohl sich eigentlich nichts verändert hat, eigentlich, und Sie haben keine Transaktion getätigt, hat sich Ihr Rendite-Risikoprofil doch relativ stark verändert. Ja, meine Damen und Herren, der Weihnachtsmarkt ruft. Sofern an dieser Stelle keine Fragen mehr sind, darf ich mich natürlich für Ihre Teilnahme bedanken. Der nächste Kapitalmarktdialog wird dann im Januar stattfinden, dann auch mit einem relativ umfangreichen Jahresausblick. Vielleicht teilen wir das auch in zwei verschiedene Terminen, damit sich das Ganze nicht, wie soll ich sagen, zu sehr überlagert und auch nicht Ihre Aufnahmekapazität hier natürlich überfordert. Ansonsten, klar, das Feedback-Formular haben Sie im Anschluss. Ansonsten nutzen Sie einfach die Gelegenheit, schreiben Sie nach einer E-Mail, greifen Sie zum Telefon. Gerade in der heutigen Zeit, wo ja doch sehr, sehr viel über einfach E-Mails funktioniert oder über die Technik, finde ich es eigentlich auch mal gut, wenn man mal miteinander spricht und wenn es nur am Telefon ist und ist doch immer auch ein bisschen sympathischer. Das Fazit hatten wir. Was tun wir für Sie? Auch das. Hier noch die Frage, was kostet das Ganze? Also auch, das ist auch ganz klar, das ist auch, wie es bei uns immer war. Das Erstgespräch ist immer kostenfrei, sei es telefonisch, sei es per Online-Konferenz oder wie es auch immer stattfindet, weil am Ende des Tages geht es ja darum, sich A, mal kennenzulernen und B, überhaupt mal zu definieren, welcher Bedarf besteht überhaupt. Und danach gibt es eine schriftliche Gesprächszusammenfassung und ein Angebot für die Zusammenarbeit. Bis zu diesem Punkt ist alles kostenfrei. Und von daher da auch kein Risiko dabei, mit uns in den Dialog zu gehen, weil am Ende des Tages sagen sie einfach nach dem Angebot, okay, war jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber das kommt nicht so oft vor, wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf. Also, ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, vielen Dank, darf Ihnen eine schöne Weihnachten wünschen. Schalten Sie mal ab, mal von dem ganzen Finanzmarkt und vor allem auch von der Tagespresse und dem ganzen Zeugs, was Sie hier um die Ohren gehauen bekommen. Genießen Sie die Zeit mit der Familie. Muss es auch sagen, viele von Ihnen kennen ja diesen Edeka-Spot mit diesem Opa, der die Familie nur zur Beerdigung zusammenbekommt. Also finde ich eine ganz tolle Message, eine ganz tolle Botschaft auch mal zu Weihnachten, jetzt unabhängig davon, wer es produziert hat. Aber die Botschaft des Werbespots fand ich einfach super. Kann man ja auch selbst mal kritisch reflektieren, weil am Ende des Tages die wirklich wichtigen Dinge kann man ja mit Geld auch nicht kaufen. Ich gehe jetzt auf den Weihnachtsmarkt, darf Ihnen dementsprechend auch einen schönen Abend wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.